Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 21. September. Und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Markus 10, Vers 22. Ein Mensch, für den der Herr Jesus keinen Trost hatte. Der Jesus ist ja ein großer Tröster. Dem Jairus, dem man die Nachricht vom Tode seines Kindes brachte, sagte er: Glaube nur. Und der Mann richtete sich auf. Der Sünderin, die den Jammer ihres verfehlten Lebens zu seinen Füßen ausweinte, sagte er: Dir sind deine Sünden vergeben. Welch ein Trost! Und wie tröstete er den gekreuzigten Schächerherrlich in seiner schrecklichen Todesstunde? Bis zum heutigen Tag rühmen es Menschen, wie viel Trost sie von ihrem Heiland empfangen haben. Aber hier ist nun einer, den Jesus ohne Trost gehen lässt. Ein erschütterndes Bild. Langsam geht der junge Mann weg. Erfüllt mit einer ernsten Frage war er zu Jesus gekommen. Das Gespräch hatte damit geendet, dass Jesus ihn in seine Nachfolge berief. Genauso wie er den Petrus von seinen Fischerbooten und den Matthäus von seinen schmutzigen Geldgeschäften weggerufen hatte. Die waren ihm gefolgt. Dieser junge Mann aber lehnte es ab, Jesu Ruf zu folgen. Da war das Gespräch zu Ende. Kein Wort fiel mehr. Der junge Mann ging traurig weg. Er ahnte wohl, dass er die große Chance seines Lebens ausschlug. Da geht er hin. Jesus sieht ihm nach und sagte dem Traurigen kein einziges Trostwort. Wir können von Jesus nur dann getröstet werden, wenn wir ihn selber wollen. Es gibt keinen Trost, abgelöst von ihm. Leben wir ohne ihn, so sind wir ewig ungetröstete Leute. Gehen wir mit ihm, dann erfahren wir, er ist voll Lichtes, Trost und Gnade. Wir danken dir, Herr, dass du uns mit dir selbst alles gibst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.